Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über meinen Sub sprechen. Ich habe das ja im letzten Jahr schon gemacht. Da habe ich euch drei Videos vorgestellt. Sub 2022, beziehungsweise damals war es noch Sub 2021, weil ich es am Ende des Jahres gedreht habe. Aber ich dachte, es kommt vielleicht ein bisschen besser oder mir gefällt es besser, wenn ich den Sub relativ am Anfang des Jahres präsentiere und dann im Laufe des Jahres versuche, ihn abzubauen und dann im neuen Jahr schauen kann, welche Bücher ich davon wirklich geschafft habe, davon zu befreien und welche nicht. Also wer die Videos nicht kennt, der schaut gerne mal hier oben rein, da verlinke ich euch meine Sub-Playlist quasi. Da habe ich nämlich auch die Bücher gesplittet in ein Video Sub-Bücher New Adult, Sub-Bücher Fantasy Taschenbuch und Sub-Bücher Fantasy Hardcover. Ich glaube, so habe ich es gemacht. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Also ich werde wieder ein Video New Adult machen und Liebesroman, das kommt heute. Dann habe ich ein Video Fantasy Taschenbücher, ein Video Fantasy Hardcover und dann werde ich noch ein viertes Video machen, in dem ein sonstiges Genre Platz finden wird. Ich habe nämlich manche Bücher, bei denen ich nicht weiß, wo ich sie einordnen soll. Also es passt weder bei Fantasy so richtig, noch bei New Adult Liebesroman. Deshalb gibt es einfach noch eine Sparte Sonstiges. Und ja, ich würde sagen, mein Stapel liegt bereit. Ich greife einfach das oberste Buch und wir legen los. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist Dark Love, ich darf dich nicht lieben. Und wer die alten Videos vielleicht vorher gesehen hat oder bereits kennt, der weiß, dass dieses Buch schon ja, sehr, sehr lange auf meinem Stapel liegt. Ich glaube, das liegt schon seit 2018 auf meinem Stapel. Ja, und habe es seitdem nicht angerührt. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, das ist auch so eine kleine Challenge von mir, Bücher, die schon sehr, sehr lange auf meinem Stapel liegen, endlich mal davon zu befreien oder auszusortieren. Also wenn ich nach jetzt gefühlt 5 Jahren das Buch nicht zur Hand genommen habe, packe ich es mir jetzt einmal, gucke es mir an, lese mir den Klappentext durch und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe gar keine Lust, es gerade zu lesen, dann sortiere ich es wirklich aus. Und deshalb würde ich sagen, lese ich mir jetzt den Klappentext mit euch gemeinsam durch und dann entscheide ich live hier im Video, ob ich es weiter auf meinem Sub lassen möchte oder nicht. Das war gerade ein Gedankenblitz und ich finde die Idee sehr, sehr gut. Los geht's. Wenn die erste Liebe verboten ist. Einen ganzen Sommer soll die 16-jährige Eden bei ihrem nervigen Vater in Santa Monica verbringen. Trotz der Aussicht auf Strandpartys und eine coole Stadt rechnet sie mit dem Schlimmsten. Und es kommt noch Ärger, denn ihr 17-jähriger Stiefbruder Tyler ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Aggressiv, abweisend, unverschämt, doch seine smaragdgrünen Augen verraten, dass er auch weich und verletzlich ist. Eden ist verwirrt und fühlt sich bald unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Auch Tyler scheint trotz seiner ruppigen Art von ihr fasziniert zu sein. Wenn sie in einem Raum sind, beginnt die Luft zwischen ihnen zu knistern. Aber können sie jemals zusammenkommen? Also, ich habe ja damals Dear Sister gelesen und da war ich ja echt maximal angefressen, weil mich dieses, ja, Hihihi und Huhuhu, weil sie noch so jung sind und dieses Knistern und diese Ü18-Szenen, nenne ich es jetzt mal, die sehr realistisch dargestellt wurden, nicht gemocht habe, weil sich das für mich gebissen hat. Ich würde dem hier jetzt mal noch eine Chance geben, wobei ich bei 16- und 17-Jährigen jetzt auch wieder denke, vielleicht bin ich da einfach jetzt mittlerweile zu alt für. Aber ich werde es mal auf dem Stapel lassen und ich nehme es mir zumindest mal vor, es spätestens im März zu lesen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt bei jedem Buch sagen, aber das hier ist wirklich eins, was schon seit Urzeiten hier liegt. Und ja, vielleicht sollte ich das wirklich einfach mal zeitnah machen. Das nächste Buch ist ganz, ganz frisch erst hier eingezogen und liegt dementsprechend erst seit 2023 auf meinem Sub. Und das wäre Nur noch ein einziges Mal, It Ends With Us. Ihr könnt euch natürlich denken, warum ich das gekauft habe. Das Buch wird nämlich verfilmt. Und ihr kennt mich, ich möchte bei Buchverfilmungen immer zuerst mal das Buch gelesen haben. Ich liebe Colleen Hoover, ich bin gespannt und jetzt verrate ich euch, um was es geht.
Manchmal verletzen dich die am tiefsten, die du am meisten liebst. Als Lilly nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der Start ins Berufsleben und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lilly verliebt. Vergessen ist ihre schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lilly zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. Lieben wir! Wie ihr es in meinem letzten Lesemonat gesehen habt, habe ich ja die neue Reihe von Alexandra Flint gelesen, beziehungsweise den Reihenauftakt. Ich habe allerdings noch zwei Babys von ihr hier liegen, mit diesem wunderschönen Limited Edition Erstauflage Farbschnitt. Die Bücher werden ja so ein bisschen, nicht zerrissen, aber die Leute sind geteilter Meinung, weil viele sagen, dass das, was auf dem Klappentext angepriesen wird, und das, was das Marketing für das Buch angepriesen hat, so dieses herbstliche, cozy Setting und tritralala, gar nicht zu den Büchern passt, von der Story her. Also da habe ich schon sehr oft gehört, dass das Marketing da ja, ein bisschen geschludert hat und dass die Leute dementsprechend zwiegespalten zu der Reihe stehen. Aber ich möchte sie eigentlich tatsächlich trotzdem lesen, weil ich mir gerne immer mein eigenes Bild mache. Und deshalb stehen die auch noch hier auf meinem Sub. Und ich würde sagen, ich lese euch den Klappentext zu Band 1 vor, weil das nämlich eine fortlaufende Reihe ist. Das habe ich oft genug so gemacht. Ich bin schon selbst von mir genervt. Innerhalb eines Augenblicks ist Miras Leben nicht mehr so, wie es einmal war. Eben noch schlendert sie mit ihren Freunden über den Unicampus und genießt die herbstliche Idylle ihrer Heimatstadt Maple Creek. Im nächsten Moment steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dessen Existenz sie nichts gewusst hat. An seiner Seite ist sein bester Freund Joschka, der einen Wirbelsturm der Gefühle in Mira auslöst. Hinter Joschkas grünen Augen und Narben verbergen sich mehr Geheimnis, als ein Mensch haben sollte. Und Mira ahnt, wie sehr sich sein bisheriges Leben in der New Yorker Untergrundszene von ihrem unterscheidet. Entgegen aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und auch Joschka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist wie ein Schatten bis nach Maple Creek gefolgt und droht nun, die beiden gewaltsam auseinanderzureißen. Das nächste Buch liegt tatsächlich auch schon sehr, sehr lange auf meinem Sub, gefühlt seit es erschienen ist. Ich muss mal gerade gucken, wann das war. Das wird hier bestimmt vorne drin stehen. 2018. Also ich sag mal spätestens, aller spätestens 2019 ist es hier eingezogen. Könnt ihr vielleicht erraten, warum ich es noch nicht gelesen habe? Ich habe ja damals die After-Reihe von ihr angefangen und habe dann irgendwann nur noch die Filme geschaut, weil ich gefunden habe oder immer noch finde, gefunden habe, ist glaube ich kein gutes Deutsch. Ich finde, dass Hardin aus der vorigen Reihe ein extrem toxischer Charakter ist, der mir auch wirklich so eine Krawatte beschert hat. Also ich konnte mir die Filme dann einmalig anschauen, aber ja, das wird einfach nicht meine liebste Reihe. Und ich weiß, ganz viele von euch hypen die und finden die mega toll, aber wenn ich so ein Hardin in meinem Leben hätte, dann wäre unsere Geschichte nach Band 1 beendet gewesen. Dann hat Anna Todd eine weitere Reihe geschrieben. Und ich weiß, man soll, wie bei Maple Creek, das Ganze nicht vergleichen. Aber irgendwie liegt da so ein Afterschatten über diesem Buch. Und deshalb habe ich es noch nicht gelesen. Und tatsächlich weiß ich auch mittlerweile gar nicht mehr, um was es geht. Das holen wir jetzt nach und dann entscheide ich mich, ob ich es behalte oder ob ich es nicht auch doch aussortiere. Die 20-jährige Karina mag es nicht, wenn jemand ihr zu nahe kommt und verfolgt eine strikte No-Dating-Policy. Dann lernt sie den geheimnisvollen Kiel kennen, oder Kale. Er ist freundlich, er ist verschlossen und er ist sexy. Zugleich hat er eine unendlich sanfte Ausstrahlung, zieht Karina magisch an. Sie kann einfach nicht anders, sie muss diesem Mann nahe sein, auch wenn sie durch ihre Leidenschaft in eine Welt hineingezogen wird, die noch düsterer ist als ihre eigene und dabei unendlich schön. Das hat auch wieder so ein Aftertouch. Kannst du jetzt sagen, was du willst? Ich werde mir vielleicht noch ein paar Rezensionen dazu anschauen, aber aktuell tendiere ich dazu, dass ich es aussortiere. Beim nächsten Buch kann ich euch direkt sagen, warum es hier immer noch auf meinem Sub rumsuppt. Find My Girl von Nadine Wilmschen. Es ist nämlich der dritte Band einer Reihe und ich habe bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt, Band 1 und 2 zu kaufen. Ich habe den damals
bekommen, weil eine aus meiner Community, eine Frau aus meiner Community, einen Sale gemacht hat bei Insta und hatte da ein Buch, das ich unbedingt wollte. Und ich dachte mir, ich guck mal, was sie sonst noch anbietet. Vielleicht ist ja was dabei, was mich auch interessiert. Und kann da ein bisschen Porto sparen. Beziehungsweise das Porto auf zwei Bücher aufteilen. Ihr wisst ja, wie sowas funktioniert. Da guckt man ja immer mal, kann ich vielleicht noch was kaufen, ohne 3 € irgendwas für ein Buch an Porto zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch habe ich mir dann auch noch damit ins Haus geholt. Und habe bisher halt, wie gesagt, Band 1 und 2 noch nicht gekauft. Und deshalb lese ich natürlich auch Band 3 noch nicht. Ja, ich erzähle euch aber, um was es in dem Buch geht, weil man die Reihe oder die Bücher eigentlich auch unabhängig voneinander lesen kann. Also ich könnte es lesen, aber ich bin so ein Monk. Ich muss das von 1, 2, 3 durchnummeriert lesen. Ich hasse es einfach, wenn ich hier auf Charaktere treffe, die zwar erklärt werden, wer sie sind, aber ich deren Geschichte nicht kenne. Wisst ihr, was ich meine? Dating, Beziehungen, wahre Gefühle. Alles Erfahrungen, die Annie bisher nicht gemacht hat. Auf der Uni soll sich das ändern. Sie verfasst eine Liste mit Dingen, die sie unbedingt erleben möchte. Den ersten Kuss, Verabredungen und Schmetterlinge im Bauch. Doch wie soll sie das anstellen, wenn sie keine Ahnung von Männern hat, geschweige denn von Beziehungen mit ihnen? Für Annie gibt es nur eine Lösung. Sie muss üben. Ausgerechnet in Adam Baker, dem verschlossenen, wie mürrischen Ex-Footballer, findet sie einen unfreiwilligen Partner. Nur dumm, dass sich Gefühle nicht an Übungspläne halten und Adam bereits vergeben ist. Kissing Lessons habe ich euch ja schon in meinem What I Read Next Video vom Februar gezeigt. Spoiler-Alarm, es wurde nicht das Buch. Deshalb halte ich es euch heute nochmal in die Kamera, weil es immer noch auf meinem Subrum liegt. Ja, das Buch habe ich schon Ivy bekommen. Ich gelobe feierlich, dass ich es ganz, ganz bald lesen werde, Ivy. Zumindest bevor ich nochmal Geburtstag habe. I swear. Wie geht das? I swear. Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist nicht viel dabei. Aber Stella kommt sich jedes Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilotfischchen die Zähne reinigen. Und das ist nicht schön. Weder für sie noch für den Mann. Sie hat die Sache mit der Liebe schon beinahe aufgegeben. Als Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was ihre Routine stört. Doch dann bringt ein dahingesagter Satz sie ins Grübeln. Übung macht den Meister. Stimmt das? Braucht sie einfach mehr Erfahrung? Und wenn ja, wer bringt einem das Küssen bei und mehr? Vermutlich ein Profi, ein Escort, wie Michael Fan. Auch wenn der eine ganz andere Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Das nächste Buch liegt tatsächlich seit Frühjahr 2020 auf meinem Sub. Warum ich das so genau weiß? Ich habe das Buch zu meinem ersten Muttertag bekommen, als Marla quasi noch in meinem Bauch war. Da war ich nämlich mit Marlas Papa in Neunkirchen und war ein bisschen bummeln. Er wollte sich irgendwas von der PlayStation kaufen und ich wollte unbedingt zu Thalia. Und dann dachte ich mir so, du kannst jetzt nicht gehen, ohne was gekauft zu haben. Und er meinte dann plötzlich zu mir, such dir was aus, nächste Woche ist Muttertag. Habe ich mir das ausgesucht. Ja, und seitdem liegt es hier. War ja ein guter Plan. Eine gute Auswahl. Nein, es interessiert mich wirklich nicht, das Buch zu lesen, aber ich weiß auch nicht. Ich hatte es sogar mit im Krankenhaus. Ich habe ja, vor Mal auf die Welt kam, schon 1,5 Wochen im Krankenhaus gelegen und nachdem Mal auf die Welt kam, noch fast eine Woche. Von daher hätte ich eigentlich genug Zeit gehabt, das Buch zu lesen, aber ich muss euch tatsächlich sagen, in diesen über 2 Wochen habe ich keine einzige Seite allgemein gelesen. Ja. Long story short, es liegt immer noch auf meinem Sub und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Lily De Luca würde alles für ihre Familie und das Ristorante De Luca tun, fast alles. Manchen Dingen kann sie eben einfach nicht widerstehen, Pasta, Chianti und Jack Kilroy. Als sie dem berühmten britischen Fernsehkoch begegnet, sprühen augenblicklich die Funken zwischen ihnen. Und das, obwohl Jack in einer neuen Kochshow als Konkurrent gegen ihren Vater antreten soll und obendrein sogar noch arroganter zu sein scheint, als die Boulevardpresse stets vermuten ließ. Doch schnell merkt Lily, dass sie vielleicht voreilige Schlüsse gezogen hat und Jack ganz anders ist, als sie immer dachte. Manchmal muss man etwas Neues probieren, um die Geheimzutat für sein persönliches Glück zu entdecken. Kommen wir von einem Buch, das schon lang auf meinem Sub liegt, zu einem Buch, das noch gar nicht so lang auf meinem Sub liegt. We Don't Talk Anymore ist aus meiner letzten Rebuy-Bestellung hier eingetrudelt oder mit meiner letzten Bestellung hier eingetrudelt. Ich habe es schon ganz, ganz lang auf meinem Wunschzettel gehabt und
Ja, immer wenn bei Rebuy irgendeine Aktion stattfindet, versandkostenfrei oder 10%, diesmal war es beides, habe ich mir gedacht, guckst du mal die Amazon-Wunschliste durch und dann findest du vielleicht irgendwas davon. Und genau das war es und ich bin very, very happy darüber. Wenn dein Herz in tausend Scherben liegt. Josephine Valentine und Archer Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen für verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Das nächste Buch, das ich euch zeige, war tatsächlich ein klassischer Coverkauf. Ich war bei Globus und die haben bei uns auch so eine kleine Ecke mit Büchern. Ist wahrscheinlich bei jedem, aber bei uns ist es halt so, wirklich so eine kleine Ecke. Und ich habe das Buch gesehen und dachte, wie schön ist dieses Cover? Du musst es kaufen. Das war's. Es waren die Lichterketten. Es waren die Lichterketten. Ich bin sehr simpel gestrickt, ich weiß. Ja, ich habe es gesehen, wollte es haben und habe es mir gekauft. Klassischer Coverkauf. Die junge Journalistin Kate erwartet nicht viel vom Leben und erst recht nicht von der Liebe. Da stimmt der geheimnisvolle, öffentlichkeitsscheue Multimillionär R.J. Lawson endlich einem Interview zu und sie wittert ihre große Chance, aber als gleich das erste Treffen auf seinem idyllischen Weingut in Napa Valley in einem Desaster endet, ist es der attraktive Arbeiter Jamie, der sie aufmuntert. Und auf einmal wachsen in Kate Gefühle, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätte. Doch was weiß sie wirklich über den Mann, der ihr in nur einer märchenhaften romantischen Woche das Herz stiehlt? Dieses süße kleine Buch habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich Band 1 als E-Book gelesen hatte. Hab dann gedacht, ja, das war sehr schön, kaufst dir dann auch noch den zweiten. Hab mir dann den ersten und den zweiten für ins Regal gekauft und war dann überrascht, wie niedlich klein dieses Buch ist, also im Vergleich zu einem normalen Roman. Normal, ne? Ja, es ist sehr klein und ich dachte mir, weil ich kurz darauf auch in Urlaub geflogen bin, nimmst du das einfach mit? Das passt sehr gut ins Handgepäck und ja, bei dem wäre es mir jetzt auch egal gewesen, wenn da jetzt irgendwo ein Dätscher dran gekommen wäre. Gesagt, getan. Ich habe mir, wie gesagt, Band 1 und 2 gekauft. Und welcher Idiot hat Band 1 mit in den Urlaub genommen? This Idiot right here. Yes. Dementsprechend liegt Band 2 immer noch ungelesen hier. Es ist auch jetzt mindestens schon, es war auf jeden Fall Vormaler. Es war auch noch mit meinem vorigen Partner in Urlaub. Ich würde jetzt mal behaupten, ich war 2000. 16 oder 17 mit dem im Urlaub. Da ich Band 1 jetzt nicht hier liegen habe, lese ich euch einfach den Klappentext von Amazon vor. Und lustigerweise kostet die E-Book-Version 7,99 und die Taschenbuch-Version auch. Also da ist die Frage, lohnt sich da das E-Book zu kaufen? Ja, jetzt aber zum Klappentext. Ashton hat es satt, allen etwas vorzumachen. Sie ist nicht die brave, anständige Pfarrerstochter, für die sie alle halten. Als ihr Freund Sawyer den Sommer über verreist, trifft sie seinen Cousin Beau wieder, den attraktiven Bad Boy der Stadt. Als Kinder waren sie beste Freunde, doch plötzlich knistert es heftig zwischen ihnen. Und je mehr die beiden versuchen, voneinander zu lassen, desto unmöglicher wird es, dem eigenen Verlangen zu widerstehen. Also ich sag mal so, wenn ich das Buch lese, dann werde ich es wohl so machen, dass ich zuerst nochmal Band 1 mir durchlese, damit ich auch noch mal up to date bin. Es hat aber auch nur knapp 300 Seiten, also das wird einem guten Abend ja auch durchlesbar sein. Dann hätte ich noch mal ein Buch für euch, das ich euch schon, wie gesagt, 380 Millionen Mal in die Kamera gehalten habe. Es wird wahrscheinlich jetzt auch richtig langweilig, wenn ich jetzt noch mal drüber spreche. Es ist ein Buch, das ich direkt nach Release gekauft habe. Und ja, ich lese euch einfach nochmal den Klappentext vor. Es tut mir leid, aber es liegt eben auf meinem Sub und damit gehört es auch hier ins Video.
Lisa fühlt sich, als würden sie ersticken. Es muss doch noch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt, inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing-Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Ich schwör's euch, ich lese das Buch jetzt zeitnah einfach nur, damit ich euch den Klappentext nicht mehr vorlesen muss. Ich habe eigentlich Bock auf das Buch, aber irgendwie greife ich trotzdem nie dazu. Ebenfalls in meiner letzten Rebuy-Bestellung durfte dieses Baby hier einziehen, White Gapes, ein verführerisches Spiel. Ich habe damals bei den Neuzugängen gesagt, es ist der zweite Band der Reihe, muss mich leider korrigieren, es ist der vierte Band der Reihe. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur ein Band nochmal lesen oder kaufen, sondern ich muss drei Bände kaufen. Dementsprechend bin ich noch zwiegespalten, ob dieses Buch lange auf meinem Sub liegen wird, ob ich es aussortiere, weil ich habe irgendwie Stand jetzt gar keine Lust, vorher noch drei andere Bände kaufen und lesen zu müssen. Ich lege es mal auf den Vielleicht-Stapel zu dem Anna Todd-Buch. Aber die beiden sind halt so eher Tendenz nochmal ausziehen, auch wenn ich es gerade erst gekauft habe. Aber sowas nervt mich, wenn ich so einen vierten Band habe. Es ist wie mit Find My Girl. Das steht jetzt auch schon seit 2 Jahren hier und ja, ich habe die anderen noch nicht gekauft. Und sind wir mal ehrlich, ich werde wahrscheinlich 1 bis 3 auch nicht zeitnah kaufen. Candace Thornton braucht Geld, viel Geld, sonst verliert ihre spielsüchtige Mutter ihr Haus und muss bei Candace einziehen. Daher ist ihr jedes Mittel recht, um die Reality-Show House Guests für sich zu entscheiden. Mit dabei ist Charmeur Brody Short, der in Hollywood groß rauskommen will und seine Chance wittert. Auch er kennt alle schmutzigen Tricks und er hat ein Auge auf Candace geworfen. Deren Widerstand gerät bald ins Wanken, denn Brody kann nicht nur Sprüche klopfen. Die nächsten 3 Bücher sind letzte Woche bei mir angekommen, auf einen Schlag. Die habe ich nämlich bei der Autorin gewonnen. Sie hat ein Gewinnspiel gemacht und hat da ihre komplette Kanada-Reihe verlost. Das wären die hier. Einmal When the Storm Comes, das ist Band 1. Dann When the Night Falls, das ist Band 2. Und When the Stars Collide, Band 3. Mit wunderschönem Farbschnitt in der Erstauflage auch wieder. Die Bücher kann man unabhängig voneinander lesen. Ich habe bisher noch keins davon gelesen. Also ich habe die komplette Reihe gewonnen. Sie sagte auch, es soll bitte nur jemand mitmachen, der noch kein anderes Buch davon hat, weil sie möchte es an jemanden geben, der noch gar nichts gelesen hat, der noch keins zu Hause hat, der wirklich sich komplett über 3 Neuzugänge freut und die gesamte Reihe dann in einem Rutsch weglesen kann, im Bestfall. Ich werde euch jetzt jeden Klappentext vorlesen. Also sie sind, wie gesagt, voneinander unabhängig lesbar. Und ich freue mich eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr drauf, weil ich A, die Autorin sehr gerne mag und weil ich auch schon sehr viel Gutes von der Reihe gehört habe. So, kommen wir zu Band 1. Auf der Suche nach ihren Wurzeln bricht Marley nach ihrem Uni-Abschluss zu einem Roadtrip durch Kanada auf. Doch schon bald strandet sie dank einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Um ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der lokalen Tierarztpraxis aus und trifft dort den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quirligen Großstädterin, aber als die beiden während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Marleys Vergangenheit, die sie an dem idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht, könnte sie fast für immer bleiben. Band 1. Dann, Will hat den perfekten Plan. Nach der Schule möchte er das Tourismusgeschäft seiner Familie im Südosten Kanadas übernehmen und seine Jugendliebe Liv heiraten. Doch alles kommt anders. Liv trennt sich von ihm, um allein auf Weltreise zu gehen und in Europa zu studieren. 4 Jahre später hat Will sich gerade erst von seinem gebrochenen Herzen erholt, taucht Liv wieder auf, mit ihrem neuen Freund im Schlepptau. Trotzdem wird Will das Gefühl nicht los, dass sie noch etwas für ihn empfindet. Sie sichert ihm sogar ihre Hilfe bei der Restaurierung des alten Segelboots zu, auf dem beide so viele schöne Stunden verbracht haben. Doch wie soll Will ihr je wieder vertrauen? Und Band Nummer 3. Blake war auf dem Weg zum Profi-Footballer, bis er sich verletzte und alles verlor. Nun sitzt er in seinem Heimatort an der Ostküste Kanadas fest und hat sich selbst aufgegeben. Doch als die attraktive Touristin Rachel behauptet, St. Andrews sei ein langweiliges, verschlafenes Nest, wettet er, dass er ihr das Gegenteil beweist.
Auf actiongeladenen Ausflügen lässt er ihren Puls höher schlagen, genau wie ihr Herz. Dabei wird Blake klar, dass es doch noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie soll er die taffe Jurastudentin aus New York davon überzeugen, dass er mehr als ein Abenteuer ist? Dann hat mich diese Woche noch eine Bloggerbox erreicht, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil das Buch ein Buch ist, auf das ich mich auch freue. Es geht um zwei Hebammen und irgendwie erinnern die mich an meine beiden Hebammen, weil, ja, die eine halt super quirlig und aufgekratzt ist und die andere halt so ein bisschen gesitteter und altbackener. Ich spreche von Storchenherzen. Wie man unschwer erkennen kann, geht es eben um Kinder, Geburt, Hebammen und so weiter, wenn das Glück vom Himmel flattert. Ich finde das Cover auch super, super schön. Es erinnert mich so ein bisschen an eins, das gleich noch kommt, von den Farben her. Aber die beiden haben absolut rein gar nichts miteinander gemein. Ich werde das Buch natürlich als Resi-Exemplar zeitnah lesen, aber ich freue mich da auch schon arg drauf. Also das wird spätestens ja, in meinem Lesemonat März wieder ja, auf den Tisch kommen. Helga betreibt zusammen mit Kollegin Monika eine kleine Hebammenpraxis. Zwar liebt Helga ihren Job, aber nicht alle werdenden Eltern können mit ihrer ruppigen Art etwas anfangen. Zum Glück taucht die quirlige Madita auf, seit kurzem ausgebildete Hebamme und voller Tatendrang. Helga ist entsetzt, Madita redet ohne Punkt und Komma, ist ekelhaft fröhlich und macht laufend esoterische Verbesserungsvorschläge. Auch für Madita gestaltet sich der Start mehr als ruckelig. Gleich an ihrem ersten Tag verursacht sie beinahe einen Unfall und zieht in eine Grusel-WG ein. Doch die beiden Frauen haben mehr gemeinsam als gedacht und ahnen nicht, dass sie nur einen Herzschlag vom Glück entfernt sind. Das Cover, das ich meinte, war nämlich The Way We Melt. Also ich finde schon, dass die von der Farbgebung hier ähnlich sind. Natürlich haben sie nichts miteinander zu tun. The Way We Melt ist nämlich der dritte Band von Nina Tramontanis Hungry Hearts Reihe, heißt sie, glaube ich. Und ist heute. Ich glaube, heute ist Release Day. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ich mich irre, blende ich euch den richtigen natürlich unten ein. Aber ich glaube, da ist heute tatsächlich Release Day. Ich freue mich schon sehr auf das Buch. Ich habe die Reihe ja wirklich geliebt. Band 1, Band 2 waren für mich jetzt nicht die Jahreshighlights, aber schon ein 5-Sterne-Buch. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin am Sterne-Restaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn der Restaurantbesitzer, seine Heimat Goldbridge auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war, als Nick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Food-Styling-Projekt initiiert, kann Darcy ihre Wut kaum im Zaum halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung bemerkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Darcy fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Und dann kommen wir zum nächsten Buch, das tatsächlich auch heute Release feiert. Ich konnte es gestern schon in der Buchhandlung abholen, weil ich es vorbestellt hatte. Finde ich auch ein bisschen strange, weil beim zweiten Band damals ein Riesenaufschrei war, warum man das Buch schon 1, 2, 3 Tage vorher im Handel erwerben konnte. Also die Autorin hat sich da sehr aufgeregt, dass schon Tage vorher das Buch überall bei Instagram gepostet wurde. Ich spreche von Westwell 3, also Westwell Hot and Cold. Wie gesagt, ich habe es hier bei unserem kleinen Händler vorbestellt und dachte, ich kann es dann heute, Mittwoch, abholen. Aber dann kam irgendwie schon gestern Morgen eine Mail, ja, es ist jetzt abholbar. Gesagt, getan. Ich habe es dann auch gestern abgeholt und ich habe auch gesehen, dass es dort schon im Regal zum Verkauf steht. Ja. Ich weiß nicht, warum sich die Buchhandlungen nicht an Sperrfristen halten. Ich weiß auch genau, dass ich damals ein Mona Kasten-Buch, ja, ich habe damals Mona Kasten lesen wollen. A, kann ich das heute nicht mehr nachvollziehen. B, wollte ich das Buch aber zum Release-Day haben und bin dann schon einen Tag vorher in die Buchhandlung, weil ich dachte, vielleicht haben sie es ja schon. Und damals hieß es, ja, es liegt im Keller, im Lager. Aber wir dürfen es erst morgen rausgeben. Damals wurde sich da noch dran gehalten. Heute nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Der dritte Band der Westwell-Reihe. Ich fange auch nachher sofort an zu lesen. Ich lese es nämlich im Buddy Read mit Tatjana.
und habe schon Abschnitte gemacht, die muss ich ihr nur noch schicken. Und dann erfahren wir endlich, wie der böse Cliffhanger am zweiten Band oder am Ende des zweiten Bandes aufhört oder aufgelöst wird. Wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich euch natürlich nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen, sondern den zu Band 1. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Family keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser seines Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Eine wundervolle Reihe. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das nächste Buch war tatsächlich auch eine Rebuy-Bestellung, die ich erst letztens getätigt habe. Don't Hate Me. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch bei dieser Bestellung dabei war, wo Wild Games und so dabei waren. Aber es kann sehr gut sein, ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, weil ich in letzter Zeit öfter bei Rebuy bestellt habe. Don't Hate Me ist der zweite Band der Reihe, oder der, ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Ich weiß es nicht genau. Aber ihr habt ja gesehen, dass ich Band 1 im Januar gelesen habe. Ich wollte eigentlich Band 2 auch direkt hinterher lesen, aber irgendwie hatte ich so viele andere Dinge auf dem Schirm, dass ich es nicht getan habe. Aber das soll jetzt zeitnah nachgeholt werden. Ich würde euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen und ja, dann machen wir weiter mit den letzten beiden Büchern. Kenzie ist nicht begeistert, ihr Designpraktikum in den schottischen Highlands zu absolvieren. Doch als sie dem jungen Erben einer Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie, doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als Lyle selbst, wie verhängnisvoll eine Beziehung mit ihm für sie enden könnte. Kommen wir zum vorletzten Buch. Das da wäre »Wo mein Herz dich findet«. Das liegt tatsächlich auch schon eine Weile hier. Ich muss mal gucken, wann es rauskam. 2017. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das 2018 irgendwann hier eingezogen ist, weil ich 2018 sehr, sehr viele Bücher gekauft habe, um sie dann nicht zu lesen. Das war vermutlich eins davon. Und ich kann so viel sagen, dass ich ein Buch, ich glaube Wildblumensommer hieß das, von ihr gelesen habe und das mich total begeistern konnte. Und ich vermutlich deshalb auch dieses hier gekauft. Das sieht nämlich auch so ähnlich aus wie das, nur mit rosa Kreis und Blumen. Wildblumen, wie der Name schon sagt. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das Buch aussortieren soll, weil es mich jetzt seit 5 Jahren nicht gereizt hat, es zur Hand zu nehmen. Und ich davon ausgehe, dass ich es auch dieses Jahr nicht tun werde. Es ist wahrscheinlich wieder so ein Buch, das in meinem Regal steht, weil es schön ist und weil es zu dem anderen Buch passt. Aber ja, es steht auch nicht hier in meinem Hauptregal, sondern in dem im Schlafzimmer, wo eigentlich nur die, ja, mit komischem Format oder nicht gängigem Format und die mich nicht so interessieren, stehen. Ein plötzliches Unwetter zwingt die junge Kara in einer einsamen Gegend Unterschlupf zu suchen. Ihr Gastgeber Liam scheint ihr jedoch nur widerwillig Obacht zu bieten. Karas Neugier ist geweckt. Warum lebt der attraktive Mann so zurückgezogen? Ihr wird schnell klar, dass seine raue Schale nur Fassade ist. Sie verliebt sich leidenschaftlich in den Außenseiter, aber Liam kann ihr keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen, denn sein dunkelstes Geheimnis droht, ihre Familie zu zerstören. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass das Buch ausziehen wird. Last but not least kommen wir zu einem Buch, das gerade erst eingezogen ist. Soul Food von Elizabeth Acevedo. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht und wahrscheinlich mache ich es auch komplett falsch. Aber dieses Buch stand schon so lange auf meiner Wunschliste. Ich finde sowohl das Cover wunderschön, als auch die Story, die mich mitreißen konnte vom Klappentext her. Ich habe es ja, wie gesagt, gerade erst gekauft, aber ich will jetzt nicht sagen, ich werde es sofort lesen, weil ich es wahrscheinlich sowieso nicht machen werde. Aber ich möchte es wirklich ganz zeitnah lesen, weil ich wissen will,
ob das Buch mir wirklich so gut gefällt, wie Klappentext und Cover es bisher tun. Hier liegt sogar noch eine Karte drin. Exklusiv für Kultclub-Mitglieder, 28.10.2021, Thalia Braunschweig. Also das Buch ist schon ein bisschen älter. Ich habe es auch gebraucht gekauft, deshalb liegt das hier drin. Obwohl es ihr Abschlussjahr an der Highschool ist, hat Emoni das Gefühl, wichtige Entscheidungen immer nur für andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei der Großmutter und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist die Küche. Denn Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre große Begabung. Man sagt, dass in all ihren Gerichten etwas Magisches steckt, das die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni es schaffen, an sich selbst zu denken und ihre eigenen Träume zu verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt? Ihr Lieben, das waren alle Bücher auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher aus dem Genre Liebesroman und New Adult. Ich packe euch wie immer alle Links zu den Büchern von Amazon und Thalia in die Infobox. Wenn ihr also eins der Bücher vielleicht kaufen wollen würdet, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das über meinen Link tun würdet. Da kriege ich nämlich eine kleine Vermittlungsprovision und wie ihr wisst, ja, finanziere ich damit mein Schreiberdasein. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr habt genauso gutes Wetter wie wir. Ich werde jetzt nachher noch ein bisschen mit der Kleinen rausgehen. Und ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Haltet die Augen einfach mal offen. Es gibt noch, wie gesagt, 3 weitere Sub-2023 Videos von mir. Das war's aber mit dem ersten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.